Zunächst einmal erinnern Sie sich vielleicht an den sehr erfolgreichen Parteitag vor 2 Jahren in München, dem ja dann auch eine sehr erfolgreiche Landtagswahl gefolgt ist. Dort sind wir angetreten, Andreas Pinkwart und ich, mit ähnlichen Vorstellungen, aber etwas streitbehaftet. Das hat den Parteitag auch spannender gemacht und haben beschlossen, genau das Gleiche wie jetzt, nämlich ein Konzept, welches faire Finanzbeziehungen zwischen Bürger und Staat insgesamt ins Auge fasst. Denn uns geht es nicht darum, nach Ressorts Programme zu machen, sondern es geht um die gesellschaftliche Situation der Bürger und ihr Verhältnis zum Staat. Der Mensch muss immer im Mittelpunkt der gesellschaftspolitischen Betrachtung stehen. Das war der Gedanke dabei. Egal, ob er der Bürger Steuerzahler ist oder Transferempfänger, er muss verstehen, wie sein Verhältnis zum Staat ist, wie die Vorschriften zu verstehen sind, wie er sie anwenden kann, welche Ansprüche er an den Staat hat, wenn er in Not gerät. Und dieses alles muss möglichst verwaltungseinfach und mit geringen Kosten durchgeführt werden können. Und in der Situation sind wir nur heute in Deutschland beileibe nicht. Das ist ja vielfältig diskutiert worden, dass dieses Steuerrecht kaum noch einer besteht und dass auch dieses Transfersystem Hartz IV mit vielen verwaltungsrechtlichen Problemen und Rechtsunsicherheiten behaftet ist. Dort haben wir diese grundsätzlichen Beschlüsse gefasst zu einer Steuerstrukturreform mit dem Ziel, ein einfaches, niedrig belastendes und gerechtes Steuersystem zu schaffen und ein Transfersystem, bei dem die Bürger wissen, was sie vom Staat erwarten können, was aber nicht den Bürger in der sozialen Lage verhält, sondern was ihm Anreize gibt und Chancen gibt, wieder ins Berufsleben zurückzukehren, wieder selbstständig zu werden, unabhängig vom Staat sein Lebenseinkommen und seinen Lebensunterhalt verdienen zu können. Dieses war der Grundgedanke. Und da haben wir formuliert, diese Steuerstrukturreform in sehr weitreichender, recht radikaler Form, genauso wie das liberale Bürgerfeld, das waren Zukunftsvisionen. Diese Zukunftsvisionen sind eingeflossen in unser Wahlprogramm und haben einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass wir diese höchst erfolgreiche Bundestagswahl bestehen konnten. Nun ist es doch schön, dass wir nahezu 15% bei der Bundestagswahl bekommen haben, aber wir haben eben nicht 50% bekommen. Und deswegen ist es doch völlig normal, dass wir nach so einer Wahl in Koalitionsverhandlungen nicht alleine durchsetzen können, was wir für notwendig erachten, sondern dass wir das im Kompromiss mit dem Koalitionspartner erreichen müssen. Das haben die Koalitionsverhandlungen auch ergeben. Wir können also nicht unser Wahlprogramm voll durchsetzen, aber wir machen einen großen Schritt hin zur Erreichung dieser Ziele. Wir sind, wie Christian Lindner auch betont hat, nicht umgefallen, sondern wir sind in die richtige Richtung vorangekommen. Wir haben mit Steuerentlastungen begonnen durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz und nicht wie die Große Koalition mit drastischen Steuererhöhungen, obwohl sie vorher was anderes vorgeschlagen haben im Wahlkampf. Und deswegen sind wir hier auf dem richtigen Weg. Und was wir heute vorlegen, das ist die gleiche Zielsetzung, aber konzentriert auf das, was im Rahmen des Koalitionsvertrages möglich ist. Das ist also unsere Interpretation des Koalitionsvertrages und die praktischen Auswirkungen daraus. Unsere Ziele aus dem Wahlprogramm bleiben gleichwohl voll erhalten. Das ist ein Missverständnis, was in der Öffentlichkeit immer wieder geschürt wird. Wir hätten unsere Ziele aufgegeben. Völlig falsch. Wir behalten unsere Ziele fest im Auge. Und was wir in dieser Legislaturperiode nicht umsetzen können, setzen wir dann in der nächsten Legislaturperiode um. Und wenn es sein muss, in der dritten nächsten Legislaturperiode.
Wir lassen uns aber von unseren Visionen überhaupt nicht abbringen. Und das ist politisch ganz, ganz wichtig, dass wir das auch in der Öffentlichkeit so vertreten. Wir bleiben auf dem geraden Weg zum Ziel. Wir haben auch vor der Wahl gesagt, dass wir das nicht in einem Schlag erreichen können, sondern nur in Schritten. Und jetzt vollziehen wir genau diese Schritte. Das konkrete Inhalt jetzt ist das, worüber in der Öffentlichkeit laufend gestritten wird und Verdächtigungen, Vermutungen, Interpretationen in der Öffentlichkeit verteilt werden. Kein Mensch weiß so richtig, was los ist. Insbesondere der Finanzminister versucht, den Koalitionsvertrag immer laufend umzuinterpretieren. Aber wir haben ganz klare Regeln vorgeschrieben. Beim Steuersystem geht es darum, jetzt das Volumen an Steuerentlastungen umzusetzen, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Das ist schwarz auf weiß gedruckt und das kann jeder nachlesen. Wir haben nämlich dort beschlossen, ein Gesamtentlastungsvolumen von 24 Milliarden Euro. Beim Wachstumsbeschleunigungsgesetz sind schon 8 Milliarden Euro realisiert, bleiben 16 Milliarden Euro. Wenn es mehr sein könnte, wäre es schön. Aber das ist das, was der Vertrag sagt. Und wir halten uns strikt an den Vertrag, weil sonst auch andere anfangen, den Vertrag in dieser oder jene Richtung zu verändern. 16 Milliarden Euro bleiben zu senken. Dazu kommt die Frage des Termins. Im Koalitionsverhandlungen hatten wir vorgeschlagen, zu sagen, spätestens 2012. Das hatte ja auch einen tieferen Sinn. Das haben wir ja nicht nur so dahingesagt. Wir haben das gesagt, weil wir damit erreichen wollen, dass die Steuerentlastungen noch in dieser Legislaturperiode voll wirksam werden. Und wirksam werden sie gerade bei den Einkommensveranlagungsfällen oder bei den mittelständischen Unternehmen häufig erst im Jahr danach. Und deswegen muss die Entlastung zu Beginn 2012 in Kraft treten, damit sie in 2013 schlussendlich bei allen auch wirksam wird. Und man wird ja nicht so blöd sein, Steuerentlastung erst nach der Wahl in Kraft treten zu lassen. Das ist doch politisches Einmaleins. Und ich sage Ihnen voraus, wenn wir das nicht durchsetzen würden, würde die Union im nächsten Jahr kommen und sagen, wir brauchen die Steuerentlastungen früher, weil sie natürlich auch vor der nächsten Bundestagswahl die Entlastungen haben möchten. Das ist doch völlig selbstverständlich. Wenn Herr Seehofer heute, hört man über die Ticker, sagt, es soll schon 2011 sein, von uns aus gerne, dann soll er aber erstmal eine einheitliche Meinung in den Unionsparteien durchsetzen, damit wir wissen, mit wem wir da verhandeln sollen. Nun habe ich einen Auszug aus einem Gespräch mit dem WDR 5, mit der Bundeskanzlerin von vorgestern. In dem sagt sie wörtlich, ich lese das mal vor, die FDP hat deutlich gemacht, dass sie zeitliche Variationen sieht. Das heißt, dass man später über Steuersenkungen sprechen kann. Ich finde, das ist ein wichtiger Schritt. Auf jeden Fall, erst einmal bleibt auf der Tagesordnung das Thema Steuervereinfachung. Und dann werden wir auch über Steuererleichterungen sprechen im weiteren Verlauf der Legislaturperiode. Da kann ich nur sagen, so nicht. Das haben wir nicht vereinbart, dass Sie erstmal das machen, was Ihnen genehm ist, und über das andere später reden und das einfach offen halten. Das ist ein Gesamtkonzept und darüber müssen wir uns auch insgesamt einig werden, sonst wird da kein Schuh daraus. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich will Ihnen noch mal kurz die Tarifreform, die wir jetzt vorhaben, erläutern, auch durch eine Folie, wo Sie den Tarif dann noch einmal sehen. Ich kann von hier aus nicht sehen, ob er, ja, okay, da ist. Da sehen Sie, dass wir eben von einem geknickten, geradlinigen Tarif auf einen Stufentarif übergehen. Entscheidend ist, auch wenn die Stufen teilweise die alte Grenzsteuerlinie überschreiten, dass die Durchschnittssteuerlinie immer unter der Durchschnittssteuerlinie im jetzigen Tarif liegt. Das heißt, dass alle Betroffenen entlastet werden. Ganz entscheidend. Zweitens ist entscheidend, diese Steuerentlastung
kommt nur Einkommensteilen zugute zwischen 8.000 Freibetrag, Grundfreibetrag und 53.000 Euro Jahreseinkommen zugute. Alle Jahreseinkommen über 53.000 erhalten keine zusätzliche Entlastung. Das heißt, wir begrenzen die Entlastung, konzentrieren sie auf die kleinen und mittleren Einkommensbezieher, die nämlich von dem drastischen Tarifanstieg am meisten belastet sind. Das ist ein Akt der Gerechtigkeit. Wir wollen den Mittelstandsbauch und die kalte Progression so weit wie möglich abbauen, um hier mehr Gerechtigkeit auch für die kleineren Einkommensbezieher zu erreichen. Das ist nicht beliebig und das ist eine zwingende Aufgabe, dies zu tun. Und um das noch mal zusätzlich zu erläutern, im Wahlprogramm der SPD und im Wahlprogramm der CDU-CSU steht genau das Gleiche drin. Und wenn Sie nicht als Wahlbetrüger vor Ihren Wähler treten wollen, müssen Sie dem quasi zustimmen. Natürlich will die SPD Steuererhöhungen an anderer Stelle, aber das spielt jetzt in dem Zusammenhang keine Rolle. Sie wollen genau in diesem Bereich die Entlastung machen, wie wir auch. Und das ist Aufgabe dieser Steuerentlastungsprozedur. Die Folie 2 zeigt Ihnen, wie sich das an einzelnen Beispielen auswirkt. Die Berechnungen stammen vom Karl-Breuer-Institut, vom Bund der Steuerzahler, also nicht von uns. Ich sage das nur, um dem etwas mehr Glaubwürdigkeit auch für Gegner von uns zu verleihen. Und Sie sehen, dass die Entlastung in den letzten beiden Spalten, vorne ist das zu versteuernde Einkommen, anwächst bis 53.000 auf 1.534 Euro und dort bleibt. Auch ein Mann, der 2 Millionen im Jahr verdient, er bekommt nur eine Entlastung von 1.534 Euro. Prozentual sinkt die Entlastung mit steigenden Einkommen danach. Das ist auch wichtig wegen der sozialen Verteilung dieser Entlastungsmaßnahmen. Und jetzt habe ich in Folie 3 Ihnen noch zwei typische Beispiele errechnen lassen. Das eine ist ein Arbeiter Metallindustrie, verheiratet mit Verkäuferin in Teilzeit, 2 Kinder. Und da sehen Sie, der wird entlastet um 425 Euro Steuern im Jahr. Und er bekommt aufgrund des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes 480 Euro mehr Kindergeld. Also eine Entlastung von 905 Euro, bald 1.000 Euro. Das ist für viele viel Geld. Das zweite Beispiel ist der Handwerksmeister mit Ehefrau im Betrieb, 2 Kinder ebenfalls, Haushaltseinkommen 5.682 Euro, Entlastung um 342 plus 480 Euro. Typische Beispiele, das sind die Einkommensbezieher, die von dieser Entlastung am Wesentlichen betroffen sind. Die Alleinstehenden hatten Sie vorher in der Tabelle gesehen. Ich sage das noch mal zur Erklärung. Beim Stufentarif ist es auch wichtig, dass immer nur das den Einkommenssprung übersteigende Einkommen von dem höheren Steuersatz betroffen wird. Es gibt keinen Tarifsprung. Das ist auch ausgesprochen wichtig. Das ist die Tarifentlastung, die wir hier vorhaben. Rechnerisch etwas über 16 Milliarden, also genau das, was verhandelt ist. Natürlich kommen jetzt dazu umfangreiche Maßnahmen zur Steuervereinfachung, was die Steuerstruktur, genauso was die Steuerverwaltung, die Veranlagung anbetrifft. Es kommen Vorschläge zur Fortsetzung der Unternehmensbesteuerung. Wir wollen eine rechtsformneutrale, organisationsneutrale und finanzierungsneutrale Unternehmensbesteuerung, die europarechtsfähig ist. Eine Gruppenbesteuerung, wie es Österreich uns vorgemacht hat. Das hat die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Österreich für mittelständische Unternehmen dramatisch gestärkt. Allein aus Deutschland sind in wenigen Jahren über 600 Unternehmen nach Österreich abgewandert. Diesen Prozess müssen wir stoppen und die Unternehmen wieder hierher zurückholen. Das ist ja auch wichtig für die Arbeitsplätze. Und schließlich gehört dazu eine Gemeindefinanzreform. Dazu hat der Bundesfinanzminister eine Kommission einberufen. Ich bin gespannt, was dabei herauskommt.
kommt. Ich sage nur, die Gemeindefinanzreform hat nicht, wie uns auch jetzt im Wahlkampf hier in Nordrhein-Westfalen vorgehalten wird, die Aufgabe, die Gemeinde zusätzlich zu belasten, sondern sie hat die Aufgabe, den Gemeinden endlich eine stabile Finanzierungsquelle zu liefern. Endlich sie weniger abhängig zu machen von der zyklischen Gewerbesteuer. Und es ist ja bezeichnend, dass dann immer nur die Präsidenten des Städtetages sich äußern. Das sind abwechselnd die Oberbürgermeisterin in Frankfurt oder der Oberbürgermeister in München, die Sorge haben, dass ihre Städte dabei schlechter wegkämen. Für die Masse der Gemeinden wäre das eine deutliche Verbesserung. Und das haben wir in diesem Antrag auch noch mal formuliert. Das bedarf natürlich auch der Gegenfinanzierung. Wir haben dazu zahlreiche, umfangreiche Vorschläge gemacht. Ich will jetzt nicht in die Details gehen. Wir sind aber nicht so weit gegangen, einzelne Kürzungen oder Streichungen vorzuschlagen, weil das kann man nur in der Koalition gemeinsam. Sie können sich vorstellen, wenn wir vorgeschlagen hätten, die Entfernungspauschale zu streichen, was dann für eine Diskussion entstünde. Die Bild-Zeitung, der ADAC, die Automobilindustrie, das Kfz-Handwerk, alle wären vor der Tür gestanden. Es wäre aber nichts mehr gesprochen worden als über das. Und deswegen geht das so nicht. Wir haben alle Bereiche angesprochen, wo wir sparen können, wo wir für mehr Effizienz sorgen können. Und das wird auch nicht in jedem Einzelfall hier gefallen. Aber man muss schon sagen, so kann es nicht weitergehen. Und um es Ihnen noch einmal deutlich zu machen, zeige ich die Folie 4. Da sehen Sie die untere Kurve, das sind die Staatseinnahmen, und zwar des Gesamtstaates. Nicht des Bundes, sondern des Gesamtstaates, die blaue Kurve. Und da sehen Sie zunächst einmal zwei interessante Dinge. Bis 2005 waren die Staatseinnahmen etwa auf einem Niveau. 467 Milliarden war das 2000, das war in 2005 etwa im gleichen Niveau. Dann kamen die Steuererhöhungen und der Wirtschaftsaufschwung. Da sind die Staatseinnahmen drastisch angestiegen. Dann ist das Ganze 2008 abgebrochen wegen der Wirtschaftskrise und in 2010 auf 510 Milliarden gesunken. Aber die 510 Milliarden sind immer noch deutlich mehr als in den ersten 5 Jahren des ersten Jahrzehnts dieses Jahrhunderts. Das heißt, das Einnahmeniveau des Staates ist deutlich gestiegen. Und die mittelfristige Finanzplanung, die Steuerschätzung vom letzten Mai 2009, hat vorausgesagt, das hat auch Christian Lindner schon erwähnt, dass die Staatseinnahmen auf 575 Milliarden in 2300 ansteigen werden. Das sind 65 Milliarden Euro mehr. Und jetzt sage ich Ihnen, da wird es doch wohl möglich sein, auch noch diese 16 Milliarden dabei zu finanzieren. Das Dilemma ist nur immer gewesen, dass insgesamt die Staatsausgaben stärker gestiegen sind als die Staatseinnahmen. Und das ist die Undiszipliniertheit der letzten Regierungen gewesen. Jedem Wunsch haben sie Folge geleistet. Sie haben niemals den Mut und die Kraft besessen, die Staatseinnahmen auf ihre Zielerreichung hin zu überprüfen. Ich gehe davon aus, aufgrund der neuesten Wirtschaftsdaten, dass der Einnahmezuwachs in den nächsten Jahren, nicht in diesem Jahr, aber in den nächsten Jahren noch deutlicher ansteigen wird, sodass sich da noch mehr Spielraum ergeben wird. Aber wir müssen natürlich gleichzeitig die Haushalte konsolidieren, die Schuldenbremse verfolgen und deswegen bis 2016 auf 0,35% Neuverschuldung vom Bruttosozialprodukt kommen. Das ist unbestritten und wird von uns auch geteilt. Und schließlich, liebe Freunde, geht es um den Teil Reform von Hartz IV, Annäherung an den Gedanken des Bürgergeldes, mehr Effizienz, mehr Anregung zur Leistungsbereitschaft, mehr Hinzuverdienstmöglichkeiten.
weniger Verwaltungsaufwand durch Pauschalierungen, die Eindämmung der Streitanfälligkeit. Sie müssen sich vorstellen, im letzten Jahr 2009 hat es alleine in Hartz IV im Wesentlichen wegen der Angemessenheit der Wohnung 194.000 Klagen gegeben in Deutschland. Überlegen Sie sich einmal, was das kostet. Da ist eine Rechtsindustrie entstanden, aus dem Boden gestampft worden. Da haben sich Rechtsanwaltskanzleien immer neben den Hartz-IV-Verwaltungen, den Jobcentern angesiedelt, um den Leuten gleich den Weg zu sich zu weisen, um eine solche Klage zu erheben. Das muss dringend beendet werden. Und deswegen geht es darum, hier den Arbeitsmarkt zu öffnen, auch für Teilzeitkräfte oder geringwertige Verdienstmöglichkeiten, damit die Menschen wieder in Arbeit und Lohn kommen und wenn es ein gleitender Prozess ist. Und wir müssen natürlich, wenn wir den Arbeitsmarkt öffnen wollen, verhindern, dass der Arbeitsmarkt gleichzeitig durch Mindestlohnregeln branchenweit wieder vernagelt wird. Das passt nicht zusammen. Wenn wir den Arbeitsmarkt öffnen wollen, wenn wir auch erreichen wollen, dass möglichst viele einen Vollzeitjob bekommen, aber über einen Teilzeitjob zum Vollzeitjob hin bewegt werden, dann dürfen wir den Arbeitsmarkt nicht gleichzeitig durch Mindestlohnregelungen vernageln. Das wäre ein Widerspruch in sich. Die Einsparungen, und das ist das Letzte, was ich dazu sagen will, die Einsparungen, die wir uns aus dieser Reform, Hartz-IV-Reform, erwarten, kommen nicht dadurch zustande, dass wir die Regelsätze senken wollten. Das ist uns ja sofort unterstellt worden von politischen Gegnern. Sondern sie kommen dadurch zustande, dass wir möglichst viele Menschen wieder in Arbeit und Brot bringen wollen. Das ist die höchste Einsparung, die man erreichen kann. Ich bin absolut überzeugt, wenn wir das so umsetzen wie jetzt geplant, werden wir in dieser Legislaturperiode erreichen, dass wir mindestens 500.000 weniger Arbeitslose bekommen, dass wir 500.000 Menschen aus Hartz IV, aus Arbeitslosigkeit hin in den Arbeitsmarkt bewegen können. Und das ist die größte Einsparung, die wir überhaupt für die öffentliche Hand erreichen können. 500.000 Menschen hieße Einsparung für die öffentlichen Kassen insgesamt von rund 10 Milliarden Euro. Da sehen Sie, wo der eigentliche Finanzhebel liegt. Beschäftigung, Wachstum und Beschäftigung, das ist der wichtigste Beitrag auch für die Sanierung der öffentlichen Kassen. Übrigens genauso für die Gemeinden, nicht nur für den Bund und die Länder. So, meine Damen und Herren, deswegen geht es jetzt darum, dieses so schnell wie möglich zu realisieren, darüber mit dem Koalitionspartner einig zu werden. Und die Voraussetzung dafür ist eben erstmal, dass man sagt, was man konkret will. Guido Westerwelle hat diese Diskussion angestoßen. Jetzt legt die Partei vor, was wir konkret zu machen beabsichtigen. Jetzt müssen wir in der Koalition einig werden und dann kann es weiter aufwärts gehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Hermann Otto Solms, für diese umfassende Begründung.